Ah, ich mag ihn. Gänseblümchenfresser. Er mag keine Wälder. Man kann es ihm nicht verübeln. Ah, Korgon ist toll. Ein Wunder, dass er kein Dörger ist. Aber nicht mal er mag die ja so wirklich anscheinend. Und hier ist so eine hübsche Treppe. Ja, wunderschön gemacht hier. Kann man mal feinste Rendertechnik auf 2D umgemünzt sehen. So, wer dann noch Wünsche nach 3D hat, das kann ich gar nicht verstehen. Ich mag zwar auch 3D-Spiele, aber wenn man sich das hier nur schon anguckt, dann weiß man, dass man gar kein 3D braucht. Das unterstützt die Fantasie perfekt, um das sich dreidimensional vorzustellen. Was haben wir denn hier? Ich bin dabei. Schauen wir uns einfach mal um. Hier sind anscheinend keine Fallen oder so. Nur eine hübsche Kiste. Sag mir, was zu tun ist. Wo soll ich? Wenn die da schon so steht, so offen, dann guck dir die mal an. Deine Zeit ist abgelaufen, was war das? Da ist ein Killer-Nachahmer, leicht verletzt. Ich warte. Keine Ahnung, was das war, aber es ist tot. Und es hat irgendwie mein Arm-Ding, meine Ehre. Ja, wenn es denn sein muss, blockiert. Sagt mir, gute Idee, das mir dann zu übertragen. Wir einfach mal so in die Kiste. Ich aber gerne. Ich war um der Rede wert. Und du auch. Du bist festgesetzt. Gehalten. Oh, wir haben sie doch geöffnet, oder wie? Ich hoffe, das bringt was. Nicht wirklich. Ah, was haben wir denn da? Erin nähert sich mit Lächeln. Wir sind in einem Dungeon. Danke, dass ihr so geduldig mit mir seid, Schildkröte. Ich weiß, dass ich viel mehr zu lernen... Ich hatte viel mehr zu lernen, als ich jemals im Zirkus hätte lernen können, oder? Weil... Ja, du wiederholst dich irgendwie. Und ich war gerade in der Kiste. Was ist das? Nachahmerblut. Meinst du eine Kugel? Nee, nee, nee. Ja? Natürlich, dann werden wir dich in diesem Schimmabend mal umarmen. Was sagst du dazu? Unter der Erde rumzukriechen ist nichts dir, dass für du die Avarier. Bla bla bla. Ich hab gesagt, wir werden dich in diesem Ambiente umarmen. Danke, dass du für Dinge die Welt zeigst. Ja, dann halt nicht. Ich bin bereit. Wir haben mit dir geredet. Das muss dir dann an Aufmerksamkeit reichen. So, Minsk. Ein Erdkoloss. Und der hat meinen Arm Minsk blockiert. Achso, der ist noch gar nicht. Ah ja, jetzt ist er hier lieber. Ach, solange mir mein armer Minsk Angst hat oder so. Scheiß Erdkoloss. So, hier hinten haben wir irgendwie was. Ich entsinne mich. Ja, Minsk, mach mal. Ihr seid unten. Direkt hinter mir, nicht wahr? Da tötest du wenigstens niemanden in deiner Verwirrung. Besser ist das. So, dann gucken wir mal da noch rein. Was haben wir denn da? Ein Kurzschwert plus 1, ein Goldring, etwas Gold, ein Zauberspruch und ein Kurzschwert und eine Eislanze? Was ist denn Eislanze für ein schicker Zauber? Gucken wir doch mal eben. Grad 3 Hervorrufung. Ach, ich glaube, den Lanze verursacht 5 bis 30 Schadenspunkte. Rettungswurf 1,4. Ach, was soll's? Hier, lern mal. Schwer plus 1 ist das also Verletzungsfeinde. Ja, die kann man verhökern. Das ist eh nur einer. Ja, dann brauchen wir den nicht. Gucken wir doch mal, was das hier ist. Ein Satz Kurzschwerter. Zaubertaucher. Minus 2. Rettungswurf Bonus 1 gegen Zauber. Magieresistenz 5%. Einhändig. Kurzschwert. Bei jedem Treffer besteht eine 50%ige Chance, das Ziel für 2 Runden aus einer Zauberfähigkeit. Das Ziel, 2 Runden einer Zauberfähigkeit zu berauben. Ah, das ist so ein Kurzschwert plus 1. Ah, also das Kurzschwert kann ich warte, was soll ich tun? Okay, hier ist dann nichts mehr. Ja, den Verletzungsfall, den ich da eben gelegt habe. Ich hoffe, habe. Das bringt was. Und wir haben lustiges Blut in irgendeinem Kelch gefunden. Das ist das Blut eines Nachahmers, den ihr getötet habt. Man verwendet Nachahmerblut oft bei der Herstellung von Golems. Ja. Ja. Genau. Würde ich jetzt auch tun. Das brauchen wir bestimmt noch irgendwo für. Ich kümmere mich drum. Sag mir, ist schon geschehen. Das erspart uns später vermutlich einen Laufweg, wenn wir jetzt schon hier drin waren. Ist ja nicht schlecht. Nur zu unserem Vorteil. Dann habe ich überhaupt angefangen aufzunehmen. Jetzt ist 0:15 Uhr. Bestimmt vor 15 Minuten so.
Obwohl schon so viel? Na, wer weiß. Eine Gruppe Malduf. Ork. Oh ja. Yeah. Minotaurus und Gnoll. Was bist du denn, Malduf wäre ein Orkmann. Halt! Ihr seid ein Zwerg, aber ihr nicht aus Menschendorf. Warum ist denn gekommen, was ihr wollen? Ich will wissen, warum ihr Leute aus dem Dorf ermordet. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Ich bin hier, um euch und euresgleichen zu töten. Nichts, ich bin schon wieder weg. Wer seid ihr, was macht ihr hier? Ich Malduf, Anführer große Truppe von Sil im Süden. Wir keine Rassen mehr töten. Bring meine Gefährten zur Fahnenflucht. Wir nur wollen gelassen werden allein. Und was ist an der Geschichte dran, dass eure Leute verantwortlich sind für die Morde im Mental? Ihr seid Fahnenflüchtige aus dem Sizilianischen Reich. Wie stellt ihr euch das Leben hier vor? Tja, das ist hart, weil ich eurem bösen Leben ein Ende bereiten werde. Ich gehe da mal. Wie stellt ihr euch das Leben hier vor? Sehr schwer. Menschen uns hassen. Und wir nur wollen sein in Ruhe gelassen. Einige Menschen rufen Ritter, die uns jagen. Nicht schlimm. Hier am Malduf-Denken-Dorf wird Ritter rufen bald. Menschen sehr aufgeregt. Natürlich haben sie das Recht darauf aufgeregt zu sein, wenn ihr sie umbringt. Warum sollte das Dorf euch erlauben zu bleiben? Nun, ich bin zwar kein Ritter, aber ich werde euch eure böse Existenz ebenso schnell ein Ende setzen. Ich verstehe, ich gehe da mal. Warum soll das Dorf euch erlauben, hier zu bleiben? Malduf und seine Leute mögen hier. Aber etwas Böses umbringen die Leute. Verloren einen. Vielleicht zwei auf einmal verschwinden. Körper auch. Sehr seltsam. Malduf sehr besorgt. Malduf nicht wollen Tod. Malduf nicht wollen Kampf. Nur wollen fliehen. Und sagen Dorfbewohnern vielleicht, dass Malduf und seine Leute das Dorf beschützen werden. Schützen vor Monstern in den Bergen, ja. Menschen lassen uns bleiben. Und dann nicht zu rufen Monster. Vielleicht lassen sie uns einmal im Mond. Dann handeln mit Essen und Waren. Malduf machen Handel mit Dorf, wenn ihr sagen ihnen, wir nicht wollen ärgern. Ich habe nicht die Absicht, euren Vorschlag eines Handels zu überbringen. Das könnt ihr vergessen. In Ordnung, ich werde dem Bürgermeister von dem berichten, was ihr gesagt habt, aber ich kann nichts versprechen. Malduf glücklich. Vielleicht Leute können leben allein und gut essen. Glücklich sein hier. Wir machen gute Sache. Vielleicht Menschen willigen ein. Malduf hält Versprechen. Ihr ihnen sagen. Malduf. Schön mal was anderes als ein Menschen zu sprechen. Obwohl das ich... Schätze. Ein Zirkon. Mein Zirkon. Was ist hier denn noch? Wenn ich schon von Schätzen hier hingelockt werde, dann will ich auch wissen, was hier sonst noch ist. Treppe. Ich höre Menschen irgendwie, keine Ahnung. Ach so, hier geht's hier hin. Ja, ja. Schön, schön. Das interessiert mich not. Not. So, gehen wir da nach unten wieder hin. Speichern wir, trinken wir einen Schluck und unterbreiten dem Bürgermeister ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. So, wir haben auch schon bald die Hälfte des Gebiets hier. Wir laufen rum, wir machen Kram und bringen uns selber um. Titeldumm. Ja. Wenn mir was nicht liegt, dann ist das Ding. Kirwan wird mir was sagen. Der hat irgendwie mal Baldur's Gate 1 im Bogen verloren. Seid gegrüßt. Oh, in diesem Teil der Erde trifft man nicht häufig auf Fremde. Kann ich euch helfen, Fremde? Nun denn, es ist schon einige Zeit her, seitdem ich euch zu Gesicht bekommen habe. Wer seid ihr, Freund? Ich sehe mich hier in dieser Hütte ein wenig um. Hä? Was für eine Hütte? Lernen sehen. Es ist schon lange her, dass wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Wir haben ihn erstanden, glaube ich,
über dem Gebäude in hoher Hecke.